Leute, willkommen zurück bei Bernd Serka. Ja, wir sind gerade, also der André und ich, ja, ich weiß nicht, ob man ihn sieht, ist halt schon duster, stockefinster oder man könnte auch sagen dunkel wie im Bärenarsch, sind wir jetzt auf dem Weg zu einem ganz besonderen Lost Place. Also so ganz wohl ist uns dabei nicht, aber... Also ich hab kein Problem. Ja, jetzt redet er, Und gleich werdet ihr sehen, dass er der Erste ist und der Schnellste, der wegrennt. Ich wäre für einen Overnighter. Ja, ist klar. Leute, wir sind auf jeden Fall gerade auf dem Weg. Lass mal da... Oder? Kann man da lang hin? Ne, kann ja, man nicht lang hin. Ach ne, hier ist ein Gehweg. Ja, wir sind quasi auf dem Weg. Ich sag's euch, ich hab's ja eh schon gelesen wahrscheinlich. Zum einem Friedhof. Und dieser Friedhof gehört zu einer psychischen Anstalt. So, ich glaub, die auch noch in Betrieb ist. Die ist auch noch in Betrieb, da haben wir jetzt auch tatsächlich geparkt und gehen von da aus jetzt zu Fuß zu ja, dem Friedhof. Und werden mal schauen, was wir da so entdecken. So, hatte ich vergessen zu erwähnen. Ich habe noch zu Hause eine etwas ältere Actioncam gehabt, quasi diese hier. Und da habe ich jetzt den Infrarotfilter rausgebaut, weil ich gelesen habe, dass man dann so eine ja, Pseudo-Nachtsichtkamera hat. Also ich habe zwar jetzt noch kein Infrarotlicht dabei, aber wir nehmen sie einfach mal mit und probieren mal aus, ob wir damit irgendwas sehen. Vielleicht auch was Paranormales. Also, wenn ihr nachher den André rennen seht, dann hat er was gesehen. Ich bin der Erste. Du bist der Erste, der rennt, das stimmt. Ja. Ich melde mich, wenn wir gleich da sind. So, Leute, ja, wir sind auf dem Friedhof angekommen. Den ja, Cemetery of Insane. Jetzt haben wir noch zwei getroffen, ja, die wohl auch so Ghost Hunting betreiben, so paranormales, paranormale Sachen. Ein bisschen mit denen so gequatscht. Ja, und jetzt gehen wir jetzt einfach mal hier ein bisschen drüber und lassen das mal so ein bisschen auf uns wirken. Bis 1952. Das ist aber das Alter hier 1898. Wie gesagt, hier auf dem Friedhof ist schon eine komische ja, Stimmung, könnte man sagen. Ich meine, nur die Gräber, wenn man sich die anguckt, die Menschen sind in den 1950ern beerdigt worden und teilweise hier 1880 und so geboren. Ne? Also die liegen hier schon echt lange. Und ja, ich habe jetzt dem André die umgebaute Kamera gegeben. Mal gucken, ob wir damit irgendwas ja, aufnimmt, auffängt. Ansonsten stellen wir die gleich irgendwo einfach mal hin und ja, schauen mal, ne, was ist, was daraus so wird.
hier 1870 geboren. Ich meine, das geht ewig weiter hier. Na, da hinten gehen die anderen. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Gräber sind denn das? 1, 2, 3, 4, 10, 20 in einer Reihe. Hier liegen bestimmt so an die 300 Menschen. Ja. Wir haben jetzt ein bisschen getrennte Wege hier. Ich meine, gut, im Endeffekt ist das jetzt ja auch mitten im Wald. Deswegen, also man hört jetzt auch gerade ein Flugzeug im Boden, aber halt auch die Bäume im Wind. Auch 1869 geboren, in den 40ern gestorben. Da hinten geht es noch weiter. Ja, okay. Schauen wir mal weiter. Ja, Leute, mich würde ja mal interessieren, wie steht ihr zu diesem Thema? Also paranormal, Geister. Also ich rede jetzt hier nicht irgendwie so, weißt du, von Ghostbusters oder sowas, sondern so, ja, glaubt ihr daran, dass wenn man stirbt, dass noch was übrig bleibt? Ja, irgendwie eine Energie oder sowas. Glaubt ihr an sowas? An Leben nach dem Tod? Oder wie seht ihr das? Wie nehmt ihr dieses Thema für euch? Das ist auch schön hier noch Blumen. Kommt gerade ein rotes Licht aus dem Dunkeln auf mich zu. Ja, ich glaube, die anderen zwei sind schon wieder runter. Ich glaube, zumindest das Tor gehört. Ja, ich meine, wenn man sich hier, ne, die Gräber anguckt, 1927 geboren, in den 70ern gestorben. Also hier sind alle, die in den 70ern leider gestorben sind. Da hinten Patienten, die in den 50ern gestorben sind. Oh, ich finde das irgendwie total krass. Warum sind denn so viele Menschen in der Psychiatrie gestorben? Oder ist das so, dass die wirklich dann so lange da bleiben, bis die halt, ich sag mal, eines natürlichen, ja, Todes sterben? Ich weiß es nicht. Hier ist ein Metallkreuz, das ist das Einzige, was sich ein bisschen unterscheidet von den anderen. Und die anderen sind also Steinkreuze. Thank you.
so mal. Was ist das da hinten? Ja, man sieht auch gar nicht mehr. 80 bis 1966. Ja, der oder so. Ne? Ja, ihr könnt euch natürlich jetzt zu Recht fragen, was hat das jetzt mit dem Thema Lost Places zu tun, Urbex? Aber tatsächlich ist dieser Friedhof ja verlassen, vergessen. Wie gesagt, die letzten, die hier beerdigt wurden, das waren die 1970ern, wenn ich das richtig gesehen habe. Weil die sind alle noch älter hier. Und ihr seht ja, wie verwildert das hier mittlerweile ist. Ja, ist schon irgendwie traurig, die Geschichte dahinter. Ich meine, gut, wenn die jetzt alle irgendwie einfach nur in Altersschwäche gestorben sind, okay, dann ist es so, das ist der Lauf der Dinge. Ja, das sieht auch komisch aus da mit dem, da fehlt das halbe Kreuz. Frau, mit der wir uns davon unterhalten haben. Also die scheinen auch hier irgendwie aus der Gegend zu kommen, zumindest aus dem gleichen Land. Und ja, die hat auch erzählt, dass sie hier, also sie macht wohl dieses Ghost Hunting Paranormal. Und sie sagte, dass sie auch mit dem EVP-Gerät, glaube ich, wäre sie hier rumgegangen. Und sie hätte auch was aufgezeichnet und ja, ein bedrückendes Gefühl. Na gut, ich meine halt, am Friedhof hat man, glaube ich, immer ein bedrückendes Gefühl, weil man ja hier quasi mit dem Tod sich auseinandersetzen muss. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, ob die andere Kamera etwas aufgezeichnet hat. Und ja, werde ich dann einfach mal versuchen, mit reinzuschneiden hier. Ne? So Leute, ja, an der Stelle beende ich hier das Video. Weiß nicht, wie fandst du die Stimmung hier? Bedrückend. Ja, ne? Ist halt mal was anderes. Ist halt auf jeden Fall ein Lost Place, wo auch ordentlich Geschichte hintersteckt. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, mal diesen Einblick zu haben. Also es gibt halt schon echt Orte, die auch ja, unheimlich sind tatsächlich. Und ich würde diesen Ort tatsächlich dazu zählen. Ne? Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao. So, kleiner Nachtrag. Sobald der Bernd 1000 Abonnenten hat, werden wir hier einen Overnighter starten. Auf keinen Fall, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ja, du bist ein bisschen verrückt, ja. Weiß ich nicht, ob ich hier einen Overnighter unbedingt machen möchte. Naja, okay. Tschüss.